Die deutsche Zeitung Die Zeit berichtet in ihrer Online-Ausgabe Brisantes. Eva Klawischnik soll nämlich vor dem Politischen ausstehen. Die Meldung sorgt für das nächste Politbeben, denn Die Zeit berichtet davon, dass sich die Grünen-Chefin schon in dieser Woche auf ihren Rücktritt vorbereitet. Spätestens aber im Sommer soll es soweit sein. Einen Nachfolger gibt es aber wohl noch nicht. Ein enger Führungszirkel berät derzeit darüber. Dabei spielen die Landesgruppen Niederösterreich und Wien in der Nachfolgefindung die Hauptakteure. Auch Parteistratege Dieter Broos soll eine Schlüsselrolle einnehmen. Im Gespräch sind aber demnach die Tiroler Grünen-Chefin Ingrid Felipe, Astrid Rössler und die EU-Abgeordnete Ulrike Lunacek. Auch Albert Steinhauser wäre ein Kandidat. Fest steht allerdings, die Kritik an Eva Klawischnik wird vor allem in den letzten Monaten zunehmend lauter. Vor allem der Rauswurf der jungen Grünen nimmt man der Parteifrau übel und führt unter politischen Beobachtern zu Kopfschütteln. Die Granden der Grünen sind jedenfalls auf Tauchstation. Ist das vielleicht ein Indiz für den Rücktritt? Ziemlich schräg.